Es liegt alles. 5 Kelche. Wein. Ja, wer wohnt da? Ein Säufer. Ah, da schon her. Da haben wir diesen Faisul. Pass mal auf, kurz plaudern. Dich kenne ich nicht. Bist du aus dem Norden? Könnte man so sagen. Auch auf der Suche nach Profit. Was? Tja, was auch sonst. Was machst du hier? Ich kaufe, ich verkaufe. Was willst du hören? Ich bin Artefakthändler. Und wenn nicht ständig was schief läuft, bin ich auch ganz zufrieden mit meinem bescheidenen Dasein. Was läuft bei dir schief? Die Sklaven am Tempel haben den Orks die Artefakte gestohlen und sie hier in der Stadt verkauft. Das war eine Bereicherung für jeden Händler hier in Murasul. Doch seit der Sklave Yusuf erwischt wurde, laufen die Geschäfte nicht mehr. Ich werde dir helfen, dein Geschäft wieder anzukurbeln. Ich will, dass die Sklaven wieder für mich arbeiten. Schon klar, sie sollen Artefakte für dich klauen. Geh zum Tempel und sprich mit dem Dicken. Er beaufsichtigt die Sklaven dort. Überzeuge ihn. Mir ist egal, wie du das anstellst. Hauptsache, die Geschäfte gehen weiter. Erzähl mir mehr über diesen Artefakt-Dieb Yusuf. Er war der beste Dieb unter den Sklaven. Er hat sogar die Schlüssel zum Tempel von Murasul geklaut und sie in der Stadt verkauft. Die Dinger sind das Wertvollste, was die Orks da draußen bisher ausgebuddelt haben. Es sind doch nur Schlüssel. Ja, ja. Aber die Orks wollen in den Tempel. Deswegen würden sie jeden Preis bezahlen, um an die Schlüssel zu kommen. Macht Sinn. Wo ist dieser Sklave Yusuf jetzt? Er ist in die Wüste geflohen. Zuletzt habe ich ihn von Murasul nach Nordosten laufen sehen. Alles klar. Ja gut, unsere Aufgaben werden nicht weniger, sondern mehrere. Also so wie immer. Keine Rune. Ja, wo werden die sein? Ja, wo sind die da? Ja, da schon her, der Ilya. Sei gegrüßt, Hüter der 1000 Münzen. Du siehst aus, als seist du auf der Suche. Bist du auch ein Jäger der verlorenen Tempelschlüssel von Murasul? Oder führt dich doch ein anderes Geschick als die Gier nach Profit in unser heißes Land, mein blasser Freund? Tempelschlüssel. Erzähl mir mehr über die Tempelschlüssel von Murasul. Oh ja, das will ich gerne tun. Zufällig habe ich einen in meinem Besitz. Vielleicht können wir ja ins Geschäft kommen. Was verlangst du für deinen Tempelschlüssel? Weißt du, den habe ich nicht ohne Grund erworben. Im Tempel liegt etwas, was ich gerne haben möchte. Was? Eine alte Vase. Sie ist übersät mit alten Schriftzeichen. Ich biete dir folgenden Handel an. Ich gebe dir den Schlüssel und du besorgst mir die Vase. Was hältst du davon? Ich hol dir deine Vase aus dem Tempel. Gut. Denk dran, sie ist über und über mit Schriftzeichen versehen. Und wenn du nicht lieferst, wird mir ein Kopfgeldjäger deinen Kopf liefern. Hier ist der Schlüssel. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen Tempelschlüssel erhalten. Gut, oder? Du bist Händler. Gut erkannt. Ich handle mit Artefakten, wie so viele Männer meines Schlages in diesem Land. Hast du vielleicht Interesse an meiner Ware? Das Amulett der Zauberei. Zeig mir deine Ware. Ja, hat er das? Da nicht, gell? Eine Steintafel. Pass auf, die kaufen wir. Dietriche, nimm her mit. Leg das. Wegen dem Amulett. Ich suche das Amulett der Zauberei.
Tja, ich fürchte, da bist du umsonst gekommen. Ein solches Amulett besitze ich nicht. Wirklich nicht? Schau doch noch einmal genau nach. Es ist sehr alt. Ah, richtig. Eins von den alten Amuletten. Ja, das besitze ich. Sag mir, warum willst du es haben? Ich will meine magischen Fähigkeiten steigern. Mit dem Amulett habe ich mehr Mana und kann besser Zaubersprüche sprechen. Oh, gut. Ich mache dir einen Preis. 500, ja gut. Eine Tobi, dieses Amulett erhalten, seht das. War gar nicht so schwer. Und jetzt suche ich noch. Wen suche ich noch? Ich suche einiges, gell? Gerade ich finde nichts. Jetzt sollte doch bald mal rundum sein, oder? Deine Mona. Sag mal, dieser Sklave, wo kehrt denn der hin? Den muss ich zu. Zum Tempel des alten Volkes. Oh Scheiße. Ja, meint ihr den Tempel da unten, oder wie? Moment einmal. Der Tempel des alten Volkes. Der war doch da hinten irgendwo. Und ich hab keine Rune, gell? Das heißt, ich muss mich... Das heißt, ich kann mich noch nicht zurückzaubern. Wenn ich zum Tempel lauf. Keine Rune da. Ein Kelche. Das sieht mir da einer. Moment. Weg ist er. Seht das. So schnell geht es, wenn man nicht aufpasst. Hey, warte mal. Wer war denn das mit dem Amulett? Das weiß ich schon nicht mehr, gell? Scheiße. Ja, warte, seht das. Hier ist das Amulett von Ilya. Ausgezeichnet, Sohn der Verlässlichkeit. Hier ist dein Lohn. Wenn du Interesse hast, kann ich dir noch ein Geschäft anbieten. Erzähl mir von deinem Geschäft. Gehe für mich zur Oase des Murat und entsende ihm meine Grüße. Gib ihm das Amulett als Geschenk. Als Geschenk? Er wird es nicht annehmen, ohne dir ein Angebot dafür zu machen. Verstehe. Bei wie viel soll ich einschlagen? Du wirst nichts anderes akzeptieren als die liebliche Jasmin. Sie ist der Preis, den ich begehre. Jasmin, nichts anderes. Wie viel ist für mich drin? Ich gebe dir einen Haufen Gold. Und ich werde mich bei Gonzales für dich einsetzen. Ja gut, ein Deal. Gut, ich bin dabei. Nimm das Amulett und lass dich nicht reinlegen, hörst du? So mal, was denkst du von mir? Ich bin ein Bayer. Ich lasse mich nie reinlegen. Aber bevor ich zu dem Sklavenhändler gehe, werde ich mal zu diesem Tempel schauen. Moment, da war kein Tempel. Ich möchte nämlich diesen Sklaven abliefern. Ich werde die Sache zu Ende bringen. So, pass auf. Mein Tempel war irgendwo da hinten. Ja, wer denn das da? Assassine. Ja gut, der wohnt da. Moment mal, ich muss irgendwie da oben.
Und ich hab doch, Moment, Steintafel. Da waren die, seht das. Damit kriege ich nämlich altes Wissen. Jetzt habe ich 54. Ich darf mal sagen, das ist immer noch relativ wenig, oder? Ich hoffe, ich bin richtig dran. Die haben gesagt, beim Tempel. Nach Adam und Riese ist der Tempel da hinten. Da ist auf jeden Fall der Schakal. Eine ziemlich schlechte Laune, der Schakal. Slavi, hau zu. Sie kommen. Ein Mist viel weniger. Aber das Gute ist, dieser Sklave ist ein Krieger. Wow, schauen wir das an. Wahrscheinlich werde ich zwischen die Ruinen wieder Schlüssel suchen müssen. Da freue ich mich gar nicht drauf. Ein Varan, ja gut, der hat kein Problem. Das geringste Problem. Ja, da ist nur einer. Oh Gott. Angriff der Varane, schnell weg da. Die haben sich angeschlichen, die Schweine, die. Aber, nur ein toter Varan, ist ein guter Varan. Und ich muss ehrlich zugeben, ich darf doch gerne mal zum Ende kommen, gell? Zum Ende von Gothic 3, aber ich befürchte, es wird immer noch ewig. Ich meine, wir waren noch nicht mal richtig in Nordmar. Da haben wir auch noch einiges zu erledigen. Sag mal, ja, wer ist das da? Ein Krieger. Ach, die Orks. Ja gut, ein paar Orks habe ich schon gefunden. Wer ist das? Was ist Kalesch? Das ist wahrscheinlich wichtig. Ah, da schau her, da sind wir richtig. Jetzt muss ich gerade noch den richtigen Typen finden. Ein Krieger, na gut, der ist unwichtig. Königsdistel, nimm mal mit. Für den Kräutertee. Ja, wo sind die schon? Der Dicke. Ja, ist er das? Heißt der so? Ist er zum Schammer? Ja, gut. Verschwinde, wir brauchen hier keine dreckigen Söldner. Hey, bin Bayer, kein Söldner. Ich sollte dir mal ein paar aufs Maul hauen. Was hältst du davon? Versuch's, Dreckskerl. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ah! Besiege den Dicken. Bitte so ist er. Ich wollte nicht schön. Na darf. Gleich mal ausraum. Weiter noch schöner. Ich geh weiter, sterf. Jetzt macht er nur ein Mordsdrama draus.
Oh, schau dir mal. Der wichtig, ha? Ork. Was? Der heißt gerade Ork. Mehr nicht. Kein Krieger und kein Speer. Jetzt steht er wieder. Ja, gut. Zweiter Versuch. Oh Mann, mach das bloß nicht nochmal. Tja, das hängt ganz von dir ab. Was ist jetzt? Laufen die Geschäfte für Fesel wieder oder was? Na schön, du hast gewonnen. Die Geschäfte laufen weiter. Alles klar. Was ist deine Aufgabe hier? Ich beaufsichtige die Sklaven bei den Ausgrabungen. Was dagegen? Für Faizul habe ich zumindest die Aufgabe abgeschlossen, gell? Immerhin. Aber wo muss ich diesen? Wo muss ich denn diesen Ragnarok abliefern? Das ist die Frage. Zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasim. Wer ist Fasim? Ist das ein Ork? Nicht, oder?